Pá, vou foder para esta isso. Vou foder o eletrista isto. Ei, Wahnsinn! Das passt! Genau erwischt. Oh, genau. Genau die 6 erwischt. Burgi, ich wünsche dir alles Gute. Zum Geburtstag, liebe Burgi. Liebe Burgi, von mir kriegst du ein paar warme Socken, dass du dir den Zehen immer warm hast. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Ein Warten geht durch diese Zeit. Und durch die ganze Welt. Und Hoffnung wächst wie eine Frucht, dass Gott auch recht behält. Und Hoffnung wächst wie eine Frucht, dass Gott auch recht behält. Wir warten dir entgegen, wir warten auf dich hin, weil du herauf uns zukommst, gibt unser Leben Sinn. Die Freude aber strahlt schon jetzt, sie geht nun nicht mehr aus und wird durch ihre Türen tritt, wird sich in ihr Zuhause und wer durch ihre Türen tritt, wird sich in ihr Zuhause. Wir warten dir entgegen, wir warten auf dich hin, weil du Herr auf uns zukommst, gibt unser Leben Sinn. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Burgi. Das wünschen dir die Xöbeutner Madeln. Bitte. Bitte. Auf Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen freuen wir uns. Alles geht durch
dann, was dann? Lächle drüber und sei lieb froh, aber dann, ja dann. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, doch wegen Corona bist du ganz allein. Heute ist dein Geburtstag, wir besuchen hier, doch aufgrund Corona feierst du mit dir. Doch aufgrund Corona feierst du nur mit mir. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie traurig, dass wir nicht beisammen sind, wir gratulieren dir Geburtstagskind. Unsere guten Wünsche haben ihren Grund, bleib trotz der Pandemie bitte glücklich und gesund. Deshalb dich froh zu sehen, ist aus uns gefällt. Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt. Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt. Wie schade, dass Corona ist. Wir hätten dich so gern geküsst. Wir dürfen nicht beisammen sein. Drum ist der Kuchen heute ruhig allein. Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal. Das Virus macht keinen Urlaub, das ist leider klar. Sobald wir wieder dürfen, feiern wir, na klar. Kuchen, Spiel, Geschenke, das wird wunderbar. Kuchen, Spiel, Geschenke, das wird wunderbar. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Das Lied gibt's heute nur aus der Ferne. Wir haben dich von ganzem Herzen gern. Liebe Burgi, wir wünschen dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag und wir freuen uns schon riesig auf eine große Feier. Alles Gute! Stell dir vor, im Bezirk am Städten gibt es eine neue Corona-Mutation. Ha, am Wachberg. Ja sicher, da steht es ja in der Zeitung. Wachberg. Freddy, ich hab ganz vergessen, dass ich das sag. Wachberg, wir sollten für Burgi ein Video machen. Die Karin hat mir geschrieben. Die hat ja Geburtstag am 12. Eben. Und heute ist der 11. Und gerade bei den Brüdern und gerade bei der Burgi vergessen wir das. Na bitte. Geht sich das noch aus? Bringen wir noch was zusammen? Also mir fällt nichts ein. Du weißt nicht, dass ich nicht gut bin mit solchen Sachen. Naja. Was könnte man machen? Ja, das Geburtstagsblumen können wir ja singen. Weißt du das? Ja. Das. Ja, genau. Das singen wir. Man zählt die vielen Jahre, man hat der grauen Haare, doch im Herzen drin bleibt die Jugendzeit und wir stoßen an auf die Fröhlichkeit. Drum wollen wir heut singen und lass die Gläser klingen. Heute feiern wir deinen großen Tag, dreimal Hochgeburtstag sind. Drum komme ich heute mit Blumen zu dir. Blumen, die sagen alles Gute von dir. Drum komme ich heute mit Blumen zu dir. Heute ist dein Freudentag. Genau. Burgi,
Wir wünschen dir alles Gute zu deinem runden Geburtstag. So alt schaust du halt noch lange nicht aus. Ja. Es ist schön, dass wir auch dabei sein können und dass man auf diese Art und Weise zu dem 60er, den man ja nicht überfeiert oder nicht so oft im Leben feiert, dass wir zu dem gratulieren können. Wir freuen uns und lass dich heute wirklich feiern. Ja? Nicht wie die anderen da sein, wie du eben bist, sondern lass dich heute feiern und genieß deinen Tag. Du hast das wirklich verdient. Du bist der liebenswerteste Mensch, den wir kennen. Burgi, alles Gute. Aber nur was, Burgi, glaub ja nicht, dass du uns auskommst. Ich möchte schon mit dir feiern. Nicht so über Homeoffice. Okay, dann stoßen wir an, Freddy. Und drängen halt nur wir zwei auf der Burgi ihren Geburtstag. Burgi, alles Gute. Alles Gute. Burgi, alles Gute zum 60. Geburtstag. Wir fahren schon mal auf Meerberg vor, okay? Liebe Burgi, die Burgis wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Liebe Burgi, willkommen im Club. Du brauchst mich gescheiger, es tut nicht weh. Ja, Hallo Burgi! Ja, es ist soweit. Der 60er ist jetzt da und wegen dem blöden Corona können wir dann nur auf den Weg gratulieren. So, daheim brauchen wir die blöden Masken nicht und wir haben für die ein kleines Gedicht. Liebe Burgi, zu den 60er haben wir sie gedacht, das war du gelacht und haben da ein kleines Gedichtel gemacht. Mit Romanzähne kannst du das nicht vergleichen. Den können wir sicher nicht das Wasser reichen. Für das ist er bestimmt der bessere Mann. Aber horcht dir das Gedicht einmal an. Die Bio-Burgi hat in 60er heut. Mein Gott, nein, ist dieser Freud. Für Rache Noah kauft's den besten Saum und alle Freund und Bekannte können dann die Pflanzen haben. Bei die Baumchili hat's einen großen Bedarf. Weil die machen dann in Roman so richtig scharf. Ob Salat, Kraut, Tomaten, alle möglichen Sorten, find's bei der Burgi in ihrem Garten. Im Glashaus stehen die Gurkenspalier, sie hat für das Hobby wirklich ein Gespür. Und ist das Gemüse knackig und frisch, wird sofort verkocht und kommt auf den Tisch. Und dass das gut schmeckt, das ist gewiss. Weil die Burgi eine ausgezeichnete Köchin ist. Ich sag euch's, und das ist nicht keck. Sie macht den besten Pizzaschnick. Gab's beim Bacher einen Bewerb, war sie der Sieger. Und der Roman der größte Mischbestiger. Die gute Kost haben wir auf der Baustelle genossen. Und hier und da mit einem Schnapsal begossen. Anlässlich den Runden haben wir dann recherchiert, was denn in Horoskop serviert. Dass du Wassermann bist, das haben wir eh alle gewusst. Drum haben wir geschaut, was du im chinesischen Sternzeichen bist. Am 12. Februar 1961, und das ist halt blöd, weil dort als Tier die Ratte steht. Has, Pferd, Hahn, alles hätte man lieber mögen. Nur leider ist es halt nicht so gewesen. Aber ich denke mir halt einmal, gescheiter als wie ein Aff oder ein Drachen ist auf jeden Fall. Eine Ratte ist halt nicht das Lieberwesen, trotzdem haben wir weitergelesen. Und ein paar gute Eigenschaften wollen wir davon nennen, sollte sie wer noch nicht kennen. Fantasievoll heißt, ist bei ihr positiv. Ich meine, da liegt man gar nicht schief. Außerdem steht, sie ist vielseitig begabt. Aber da haben wir ja eh keine Zweifel gehabt. Intelligent ist
und hat eine charmante Art, in die ist der Roman ganz vernarrt. Denn die Burgi und der Roman, das ist klar, die beiden verstehen sich ganz wunderbar. Humorvoll steht und lebensfroh und großzügig ist sie ebenso. Wir haben das gelesen und haben sie gedacht, der, was das Horoskop geschrieben hat, der hat die Burgi gekannt. So, liebe Burgi, jetzt fällt uns nichts mehr ein. Du sollst nur lang gesund und glücklich sein. Jetzt hör mal auf, sonst wird es zu lang. Wir sind so froh, dass wir die haben. Alles Gute zum 60. Geburtstag. Prost! Prost, Prost! Prost! Ah, gut ist. Hallo Burgi, ich wünsche dir zu deinen 60er alles Gute, bleib gesund und wenn der Pension einmal fahr ist, dann kommst und dann sitzen wir sich zusammen auf einen Kaffeetratsch, einen speisgeilen Kaffeetratsch. Prost und alles Gute nochmal. Grüß dich, Opa! Grüß dich, Opa! Hallo! So, was ist? Habt ihr schon was zum Reden hergehört? Nein! Sitzt ihr nieder, mit deinen Augen? Ja? Sitzt ihr nieder? Haben wir schon was zum Reden? Boah! Ich riech schnell was her! Was sitzt ihr? Muss ich Burgi fragen? Die hat sicher Zeit. Haben wir mal für die Baustelle Müllspeis? Ja sicher, ich hab Burgi gefragt. Mann, ich brauche zu, von wem ist denn das? Ja, von der Burgi. Ja, kann ich mir gut. Das ist sicher wieder von der Tante Burgi. Ich hab's am Freitag wieder traurig in der Arbeit. Hast du Zeit, dass du den Jacke beim Musischen bringst? Ja, ich weiß eh schon. Fragen wir Tante Burgi. Das ist eine gute Idee. Ich muss noch Pflanzen aufsetzen. Ich weiß nicht, von der Tante Burgi gekriegt habe. Ich muss da helfen. Das ja. Super. Na super. Du bist denn heute? Der 12. Da hat die Burgi ein Geburtstag. Hat die nicht in 60er? Was ist das? Wir haben den Opa vergessen. Was? Das geht nicht so schnell. Danke, dass du immer für uns da bist. Alles Gute zum Geburtstag. Thank you.
Geburtstag, zu deinem 60. Ich dränge mich auf die Brust. Hallo Goli, da ist Familie Lechner. Wir wünschen dir alles Gute zu deinen 60er und feiert gescheit. Wir können leider nicht dabei sein, aber ich hoffe, dass wir sie bald wieder mal sehen. Und dem wünschen wir alles Gute. Ja. Und ja, wir drängen einmal eins für dich mit. Sagst du noch alles Gute, Emma? Sag mal, sag mir alles Gute. Leonie wünscht dir alles Gute. Leonie. Ja. Passt. Bis bald hoffentlich. Tschüss. Du Julian, ja? Jetzt war es wieder mal Zeit, dass wir proben, oder? Ja, schreien einmal. Ja, passt. Austreten zur Probe! Musikverein Birnberg, fertig machen zum Antreten. In dreier Reihe antreten. So, das ist ganz wichtig. Burgi, die hat bald Geburtstag, jetzt müssen wir einstellen, alle miteinander, gell? Fangt's an. Passt optimal. Und Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Burgi. Happy Birthday to you. Upa. Ja, wir Förder Müller gratulieren der Burgi recht herzlich zum 60er und wünschen Ihnen viel Glück. Prost! 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 Prost. Hey Mario, was tust denn du da? Lass uns mit dem Blödsinn bleiben, jetzt drehen wir mal runter. So was Gutes nimmst du da mit? Ja, freilich. Hey, was darfst du das zwei da? Hey, das kann ich sehen. Zwei Bier? Da gehört schon ein Dritz dazu. Ja, freilich. Okay. Prost, Prost! Da war ja auch was, bei der Burgi, gell? Habt ihr das gehört? Ja, irgendwas habe ich Leuten gehört, ja, dass er schon wieder geworden ist. Ja, aber wie alt ist das? Boah, jung, glaube ich, ganz alt. Ja. Nein, aber. Hey, stehst mal auf, ja. Und sei der 60er ist, aber vielleicht ist er. Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Hey, was tust du? Was ist denn da jetzt los? Ja, lest du, schau, lese mal. Das geht jetzt nicht mehr so, dass du einfach keiner gehst. Ja, ich habe aber nichts mit, ja. Ich muss erst die Manfred sagen, dass ich was bestellt, aber für die habe ich jetzt einmal was da. Deine Hausschuhe. Ja, was jetzt muss ich putzen. Es geht nicht mehr so einfach, dass da einer kommt, oder? Du magst ja so, oder? Muss ich putzen, ich muss aber nur eine leckere Zellmilch
Ich hab leider nur Mama-Kuchen und den kann ich da geben. Bei den Vollerkindern kommst du aber nur weiter an Remschuhe. Die Stränze uns helfen nicht. Ja, dann wirst du zur Burgi. Ich bin da! Ja, super, das freut mich. Ich habe eine lecker Baum. Warum trage ich immer solche leckeren Socken von der Tante Burgi? Ja, Tante Burgi geht jetzt in Pension. Jetzt wird 60 Jahre, was der da hat, das ist schon verdient, dass sie in Pension geht. Ich ja! Gell, die schaut noch so jung aus, Tante Burgi, gell? Glaubt man nicht, dass die schon in Pension geht. Aber irgendwas muss sie so jung geholt haben. Jetzt müssen wir nachschauen, in diesem Kamin und glaube ich. Ab jetzt bleibt die Stiege sauber. Jetzt putzt keiner so oft mehr. Da, Mist. Hast du Schuhe? Ja? Aber wir haben ja vergessen. Wem? Wo ist denn der Bari überhaupt? Ihr kennt den Bari, der ist auch immer nicht da, wenn es was zum Arbeiten gibt. Nein, ich habe noch nicht. Der hat einen Hupen im Auto, glaube ich. Ich glaube, wir müssen mal schauen gehen. Mir ist arschkalt da heraus. So, gut, schau mal, wo es kann. Jetzt haben wir gleich Kunstplätze und wir kommen. Das hast du auch noch was schon gemacht. Der Manfred, der muss jetzt auch ab 1. März 50 Minuten. Da wird dann auch nicht mehr mit den Burschen reinkommen. Das ist eine Umstellung mehr für Manfred. Dann helfen wir schon zusammen miteinander, werden wir ja für dich schaffen, was Burgi sagt, dann werde ich schauen. Schon her. Da steht schon. Das Schnaps, ja, was ist denn da alles drin? Tante Burgi, schaut sie zu. Der Herr hat noch so jung bleiben. Ja, wieder das schnell geben? Wie leichern Sie das aus, kurz? Tante Burgi denkt an uns. Ja. Aber vielleicht hat sie schon eingestellt für die Geburtstagsfeier mit der Bank. Ah ja, das werde ich wieder nicht sehen, gell? Wir werden sicher ein wenig feiern. Aber, ich glaube. Aber das haben wir auch vor, wenn wir auch so gut halten für die Burgi, das haben wir auch vor. So, ja, dann stoßen wir wieder, wie sagen, auf Burgi an. Ich glaube, das hat sie sich verdient. Burgi, wir wünschen dir alles, alles Gute zu deinem 60. Prost auf dich! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Burgi! Happy Birthday to you! Prost, alles Gute! Jetzt ist es soweit, jetzt beginnt eine besondere Zeit. Das harte Leben in der Bank beim Putzen kannst du für jetzt was anderes nutzen. Burgi, du so weit an den Kuchen backen. Wenn du fertig bist, tust du den Garten ein wenig weiter pflanzen. Und wenn es dich nicht mehr interessiert, tust du mit Roman ein wenig den Kuchen tanzen. Ja, das sind jetzt einige Möglichkeiten, die können eine große Freude bereiten. Auch der wunderschöne Garten mit vielen verschiedenen Pflanzenorten. Ob es dann Gemüse ziehen oder Flicke her, ebenso wie ein rotes Blumenmeer. Deine Kinder stehen schon mitten im Leben und du hast dazu dein Bestes gegeben. Geht ist mit Roman die Zukunft entstanden und ebenso wie und feiert noch gemeinsam deine Raupen. So, Folge, ich habe dir noch einen Kuchen gebacken, heute extra für dich, unser Lieblingskuchen, den sogenannten weißen Kuchen. Jetzt wünschst du was, weil essen dann nämlich wir. Hast du was gewünscht? So, ein hohes Prost. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute nochmal und Liebe zum Geburtstag. Wünsche dir die Familie jetzt weg. Auf die. Auf die. Und bleib so wie du bist mit deinen jungen 50 Jahren. Die Burgi hat Geburtstag heute. Das ist für uns eine große Freude. Da trinken wir gleich einen Schnapsel drauf und sagen dir ein Gedichtel auf. Prost! Prost, Prost, Burgi! Prost, Mama! Prost! Auf Video, wir sind wohl gern, dann kannst du es immer wieder hören. Wir nehmen es auf, ist angemuttert und nervt, kann dann sein Text verstuttern. Du schaust ja nur so jugendlich aus, die gute Säule von unserem Haus. Ich freue mich wirklich, das ist schön. Du wirst jetzt bald in Renten gehen. Dass ich daheim wohne, diese Seen, weil zwei Frauen können mehr bewegen. Der Papa und du allein im Haus, ich glaub, den holst du eh los. Du bist daheim, ich kann nicht fragen, verliere sie was, brauch nicht verzogen. Wo ist mein Brüll? Ich hab's nicht gefunden. Du sagst, liegt der in Köller drunten.
Darum habe ich es ja schon allweg gewusst, dass du beim Sucher die Beste bist. Wir kommen jeden Sonntag gern, weil wir da so verhäschelt werden. Du kochst ja das wirklich fix, viel besser als der Thermomix. Und die Mehlspeise ist ein Traum, da isst man das ganze Blech gleich zusammen. Ah ja, da möchte ich eh gleich bitten um die nächste Zigeunerschnitte. Beim Himbeerschnaps werde ich verrückt, hab ich öfter schon auf die Beine geguckt. Dann wird mir im Gesicht recht heiß und du sagst wieder, die ist ein Gas. Die Viecher magst du immer schauen, die Luna hat's dir recht an dran und wird dir in der Pension recht fahr. Und wenn sie dann der Tag recht zahlt, dann schau doch öfter mal vorbei zu unserer Wegerer Viecherei. So wünschen wir dir viele schöne Stunden. Da fahr viel lustige Sonntagsrunden. Wir sagen danke, es ist schön. Mit dir kann man wirklich rausstellen gehen. Und es wird nicht anders werden. Wir haben dich echt von Herzen gern. Ende. Das Erste, was man hört, ist, hoffentlich können wir hoppen lassen. Jetzt müssen wir es aber aufnehmen, weil sonst wird die Flasche. Sonst brauchen wir eine dritte Flasche neu. Ja, wenn es jetzt nicht voll ernst wird. Okay. Ja. Gut. Und gleich noch einmal. Wie oft probieren wir es? Holen wir die nächste Flasche und helfen wir mal. Jetzt sind wir schon so in der Übung. Was? Ja, fangen wir an. Weil ich gedruckt hab. Du hast auch nichts gesagt. Warum bin ich jetzt los? Burgi, den macht ja auch recht viel Schnaps, gell? Ja. Den kann man mal schon einmal kosten. Den kann man es nicht aus. Ja. Machen wir so eine Schnapspartie. Ja, Falle, ja. Mit dem wir zum Momentum kugeln. Ich hoffe. Ich glaube, die 25.